2 Wochen viel Zeit damit verbracht, diese Demo hier zu organisieren. Und Arne und ich haben... Wir bleiben jetzt mal alle schön mit dran, ja? Schön. Würden wir euch gerne jetzt präsentieren. Es ist das erste Mal, dass wir den spielen. Mal sehen, wie es wird. Klar ist, großes Dank an die Jugendclubs in Kleinstädten. Aber bei Hand in Hand ist ein Schirm in Sonne fahren, kein Späti in der Nähe, keine Supermarktfiliale ohne Tanko und mit Das ist das, was wir setzen an den Zeichen. Wenn du denkst, dass das ein steht das nicht falsch, aber auch wenn auf den Demos gegen rechts Menschen mit Palästina. Und wir haben im Herbst Landtagswahlen und ich habe die Hoffnung, dass die vielen Menschen viele aufrütteln, die vielleicht noch mal ihre Meinung überdenken. Na, ich hoffe, dass es noch mehr Nichtwählerinnen und Nichtwähler wachrüttelt, weil die sind jetzt die entscheidende Größe. Die, die meinen, sie müssen das machen, die kriegt man nicht mehr zurückgewonnen. Die Europawahlen und die Landtagswahlen zeigen, es geht jetzt um alles. Und deswegen finden sich jetzt dann auch viele Menschen zusammen, die sagen, jawohl, wir stehen jetzt auf, wir demonstrieren, wir sind diese Brandmauer, wo wir diesen Bundestag und die Verfassung schützen müssen heute. Warum tun sie schon mit 16 auf Mafioso und Bandit? Late-Kultur, ich weiß nicht, was sie träumen. Late-Kultur in Hanau, Late-Kultur. Was ist passiert? Um jetzt ein bisschen Blick in die Zukunft zu gehen, Jeanette. Brisant ist aber, dass bei dem Treffen sehr konkret von Neonazis, von Geldgebern und AfD-Politikern über die Umsetzung der Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland gesprochen wurde. Und das in einer Situation, in der die AfD eine echte Machtoption hat. Und wir wussten, dass die Recherche politisch brisant ist. Das wussten wir doch. Was jetzt geschieht, das ist sicherlich einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik.